Guten Morgen, Sebastian. Ah, morgen, mein Junge. Deine Viecher werden immer ähnlicher. Ja, du hast recht, die lassen sich genauso wenig dressieren wie ich. Hast du sonst noch ein paar Liebenswürdigkeiten auf Lager? Ja, du könntest doch mal ein paar neue Hosenträger kaufen. Hab ja welche für Sonntag. Was soll's jetzt losgehen? Komm rein, komm rein. Lass ihn rein, das ist ein Freund. Was soll denn das? Man guckt nicht zu, wenn ein Mensch untersucht wird. Also Spucke hast du mir aber scheiße ganz nicht. Na, benutzt dein Bruchband als Ersatzhosenträger und lass dich endlich operieren. Ach Mensch. Also bitte, wenn du unbedingt eine Bauchfellentzündung haben willst. Was ist denn das? Das ist was, Sebastian, wo man ein für alle Mal der Löffel wegschmeißt. Himmelfahrt oder das Gegenteil. Noch nie im Krankenhaus. Ja, ich auch nicht, jedenfalls nicht als Patient, aber mit dem Leistenbruch ging ich heute noch hin. Macht 50 Mark. Meine Tiere? Ja, lass doch deine Viecher von denen Buben im Dorf versorgen. Ist doch bloß für ein paar Tage. Kommt doch keiner. Da hab ich doch immer weggejagt von meinen Kirschbäumen. Selber schuld. Hast du doch deine Kirschen stehlen, wenn du sie selber nicht frisst. Mark, habe ich gesagt. Ich bin doch kein Trödler. Was anderes gibt's nicht. Ich geb's her. Ja, du bist ein Leutefinder, bist du. Na, warte doch mal, renn doch nicht weg. Bleib doch mal stehen, Mensch. Was kostet so eine Operation? Ein paar Tausender, schätze ich, mit allem drum und dran. Wenn du denen allerdings so ein Fußbänkle anbietest, dann schicken sie dich gleich weiter ins Narrenhaus. Also schön, lass ich mich aufschlitzen. Eben mal. Bleibt immer noch die Frage, wer sich um meine Viecher kümmert. Wer keine Freund hat, wenn es ihm gut geht, der hat auch keinen in der Not. Hab doch einen. Na, ist ja gut. Nee, warte, mein doch dich natürlich. Jetzt hab ich befürchtet, drum mache ich ja, dass ich wegkomme. Na, hör mal, das ist doch nicht so schlimm. Machst einen kleinen Umweg, wenn du deine Patienten besuchst. Die Hunde füttern, die Ziegen melken, die Ziegen will ich ganz alleine trinken. So, ich hab schon gemeint, die muss ich dir in die Klinik bringen. Du wirst mich doch mal besuchen. Was? Ja, na bitte, lass bleiben, lass doch. Also gut, dann besuche dir halt, Sebastian. Was heißt? Weiß zwar nicht warum, aber du. Was machen Sie denn da? Wo? Na ja, aber da, wenn ich da hinkomme in die Klinik, was sag ich denn da? Gut, das gibst ab und sagst, dann bringt man einen schönen Gruß von mir. Und noch was, Sebastian. Wasch dir mal richtig, bevor du hingehst. Du schmeckst ein bisschen streng. Leb du mal mit lauter Ziegen und dem ganzen Kopfzeug hier. Lass dich nicht umbringen, Sebastian, weil das wäre ein Verlust auf Menschheit. Hört mal zu, ich muss mit euch reden. Ich muss euch ein paar Tage allein lassen. Ich habe euch für teures Geld einen Onkel engagiert, der auf euch aufpasst. Jetzt kann ich zu ihm zu. Gestern war ich nicht da. Nicht weg. Gut. Du sag mal, ist das eine Protzerei oder eine Ehekrise? Was? Das da. Wahrscheinlich keins von beidem. Eher Zweckmäßigkeit. Meinst du? Na, ich weiß nicht. Und die sich manchmal während der Dienstzeit anfauchen? Das heißt, sie ihn. Er duckt sich ja nur. Ach, hör doch auf. Du bist doch bloß sauer, weil er mit dir mal Schluss gemacht hat. Er mit mir? Ich mit ihm?